Guten Abend, lieben Bewohner. Es ist Donnerstag, der 31. Dezember. Wir haben gerade 23.32 Uhr. Ist es denn zu glauben? Heute ist der letzte Tag von 2020. Ein bedeutsames Jahr für mich. Ach je, ich wechsle lieber das Thema, bevor ich das Mikrofon nassweine. Als kleine Silvesterfeier veranstalten wir einen Countdown auf dem Festplatz. Wir werden den ganzen Tag Dinge verkaufen und verschenken. Also kommt vorbei und feiert mit. Ich kann es kaum erwarten, das neue Jahr zusammen mit euch und allen anderen auf der Insel zu feiern. Ja Leute, herzlich willkommen zu Silvester in Animal Crossing. Ich habe mir natürlich was überlegt. Ich habe mir Spiele aufgeschrieben, die dieses Jahr... Oh, der Boden ist schön. Oh, habt ihr das gerade gesehen? Der Boden ist richtig schön. Hallo miteinander, lasst uns zusammen den Countdown feiern und das neue Jahr willkommen heißen. Genau, ich habe mir Spiele rausgesucht, die ich entweder gesehen habe. Oh, der Boden ist hier wunderschön. Der glänzt jetzt so richtig. Wie in dem Mondlicht wahrscheinlich. Oh, ich habe nämlich, glaube ich, noch nie in Nacht jetzt hier Animal Crossing gespielt. Geil. Sieht echt cool aus. So, wir versuchen als erstes natürlich den Schneeball hier zu machen. Genau, ich habe mir Spiele rausgesucht, die ich dieses Jahr gespielt habe oder auch angesehen habe. Also komplett durch angesehen habe. Ich habe jetzt nicht alle aufgeschrieben, denn ich habe nur so ein paar... Ich habe eigentlich nur die Spiele, die am meisten diskutiert worden sind, ja? Oh nein, nicht dieses Viech. Geh weg, Mistkäfer. Mann. Genau. Ja. Ich wünsche euch natürlich jetzt schon mal alle einen guten Rutsch, ne? Ins neue Jahr. Ich hoffe, ihr bleibt alle stecken. Genau, das hoffe ich für jeden von euch. Weil wer will nicht in der Zeit von Corona in 2020 stecken bleiben, ja? Denn was hat uns das Jahr gebracht, Leute? Als erstes Waldbrände. Dann kam auch noch hier Black Lives Matter und dann kam noch Corona dazu. Das war auf jeden Fall ein sehr, 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 sehr tolles Jahr natürlich, ne? Für alle von uns. So, das müsste reißen, dann machen wir den noch eben. Wollen wir eigentlich mit dem ersten Spiel schon direkt anfangen? Weil ich habe mir gedacht, komm, das ist ein gutes... Ist gut für einen Jahresrückblick, wenn man Animal Crossing nutzt, ne? Da passiert dann auch was. Wir haben aktuell... Ich nehme das hier ganz eine halbe Stunde früher auf. Wir haben gerade 23 Uhr... Ja, 23 Uhr 5, würde ich sagen. Aber... Ja. So viel... So, ne? Das ist momentan die Uhrzeit. Denn... Ich gehe, glaube ich, gleich eh schlafen. Denn meistens dusche ich einfach ins neue Jahr herein. Denn ich habe nämlich richtig große Fenster über der Dusche. Und da kann ich immer schön rausschauen, wenn ich möchte. Gut. So, wir fangen mit dem ersten Spiel an. Da. Oh Leute, was ist das? Das ist Monster Hunter World Iceborne. Das Spiel hat mir wirklich... hat mir wirklich die Lust gegeben, Monster Hunter mal selbst zu spielen. Dann habe ich es einmal gespielt, aber die Kämpfe, die dauern mir einfach zu lang. Das ist nicht mein Spiel, Leute. Ist leider nicht mein Spiel. Ich hätte es liebend gern gespielt, aber es ist wirklich nicht... Die Kämpfe, die dauern mir einfach so viel zu lang. Das Spiel, das kam, glaube ich, schon im Januar raus. Ich glaube, es war auch schon letztes Jahr draußen. Aber dieses Jahr halt auch für den PC. Oh, ich hole mir mal eben die Bastardanleitung. Ein Eisbett. Oh, cool. Sehr cool. Ja. Das Spiel habe ich dann beim Let's Play von Zombay angeschaut. Denn da war dann manchmal auch seine Freundin dabei. War richtig cool. Hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht zum Anschauen. Ach, das hier. Nee. Warte. Ach so, wir haben das Rezept schon. Direkt. Okay, cool. Cool. Dann gehen wir weiter. Ja, ich habe das komplette Spiel angeschaut. Ich muss sagen, ich war eigentlich richtig gehypt wegen Eis, eine Schneeregion. Aber der Schneepart, der war jetzt nicht allzu groß. Weiß nicht, ich habe mir mehr Schneeungeheuer vorgestellt. Gewünscht. Eisdrachen, mächtige Eisdrachen. Und nicht nur einen Endgegner als Eisdrache. Das hat mich ein wenig enttäuscht. Trotzdem
Ein wunderschönes Spiel, wirklich. Ein wunderschönes Spiel. Bei Edelweiss, ne? Ja. Rainer ist nicht da, hoffe ich. Nee, ist er nicht. Gut. Wieso ist eigentlich Ende noch zu Hause? Der ist auch noch zu Hause. Okay, dann kommen wir direkt zum nächsten Spiel. Und zwar ist es Dreams. Ja, Dreams wurde heiß diskutiert. Warte, ich muss mal eben hier lesen, was der gesagt hat. Warte, das spielen wir mal hoch. Tada, Bügel, hallo. Moritz, nett, dass du mal Hallo sagst. Wie geht es dir so? Du bist mir doch nicht absichtlich aus dem Weg gegangen. Ja, ja, weil der hat so einen coolen Partyhut auf. Alles klar, letzter Tag des Jahres. Ich freue mich schon wahnsinnig auf den Countdown. Wow, cool. Okay, kommen wir wieder zurück zu Dreams. Ja, Dreams heiß diskutiert. Rechte Verletzung, ja oder nein? Ich muss sagen, ich habe das Spiel eh nie gespielt. Denn, ja, ich fand die Idee zwar gut, aber ich bin nicht so der Mensch, der jetzt gerne stundenlang an irgendwas sitzt, ja? Sei es ein Bild malen oder so. Obwohl Minecraft, da baue ich schon sehr gerne. Aber danach habe ich aber auch keine Lust mehr, wenn ich fertig bin. Ja. Genau. Dreams, da gab es ja dann einen riesigen Skandal, ne? Nintendo hat, glaube ich, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, Nintendo hat Dreams verklagt, weil die Mario-Sachen da drauf halt hatten am Ende, ne? Weil wenn man alles selbst Dingsen macht, ne, programmiert, dann war es natürlich klar, dass dann irgendwelche Leute zum Beispiel jetzt auch hier einen Harry Potter da versuchen zu machen. Oder Avatar habe ich auch gesehen. Herr der Elemente, aber großartig konnte man dann damit auch nichts anfangen, würde ich jetzt frech behaupten. Ja, ich weiß, Leute. Ich habe es mir vielleicht zum Anfang angeschaut, beziehungsweise auch Videos angesehen bei Maudado, Zombie und noch ein, zwei anderen YouTubern. Und ja, ne, war auch nicht so meins. Tatsächlich, war auch nicht so meins. Dann kommen wir zu einem noch einen tollen Spiel. Warte mal eben. Das ist gar nicht in meiner Top-Liste, Leute. Egal. Animal Crossing. Oh, das Bild ist wieder kacke. Scheiße. Egal, wir spielen ja gerade Animal Crossing. Genau, Animal Crossing kam im März raus. Ja, es sollte ja letztes Jahr schon im November rauskommen. Habe ich ja euch im letzten Part, glaube ich, schon erzählt, dass das eigentlich früher rauskommen sollte. Das Spiel macht mir teilweise Spaß, immer nur wenn Events da sind, ne, weil zwischendurch, ja, keine Ahnung, ich habe jetzt auch wieder nicht so die Lust, hier an der Insel zu arbeiten, ne, da ist halt noch ein ganzer Bereich, da wo jetzt der Wald halt ist und hinterm Rathaus diese zwei Hügel, die wollte ich eigentlich auch noch schöner machen, aber meine Lust ist momentan wieder weg. Aber wenn die Lust irgendwann wieder da ist, ne, wie letztes Mal, ne, dann wird das halt auch mal was, würde ich sagen. Aber es dauert noch. Das kann noch dauern. Die Flaschenpost hatten wir, dann gehen wir mal ganz kurz ins Rathaus. Okay, wir gehen nicht ins Rathaus. Wir labern wohl erstmal mit Tomlok. Hallo Moritz, wie läuft der Jahresausklang? Ich bin ganz emsig dabei, alle für das große Countdown-Event heute Nacht auszustatten. Extra dafür habe ich nun exklusiven, spitzentastischen Partybedarf im Sortiment. Schau doch mal selbst. Ach so, stimmt ja. Und alle, die hier bei uns feiern, erhalten ein tolles Geschenk. Ich bekomme was. Das sind Partyknaller, perfekt für zünftiges Gekrache zum Jahresausklang. Was will man mehr? Ja, diesen Spaß gibt's nur einmal im Jahr. Also schön den Moment nutzen und Feste feiern, ja? Ja. Ach, haben wir schon. Okay, und was hast du jetzt im Sortiment? Ich hätte gern so einen Hut. 500. Neujahrshut, bitte. Was haben wir denn? Oh, lila. Wir nehmen natürlich lila. Die Firma dankt. Ja, danke. Ich danke dir, Tom Nockchen. Ich hätte aber ganz gern so einen Hut und nicht so einen spitzen Dings da Bums, den du da gerade auf hast. So, tragen. Oh, nice. Sehr hübsch. Sehr, sehr... Oh Gott, wir müssen uns eigentlich auch noch umziehen. Ja, komm, das machen wir neu. Was zu Neujahr passt. Haben sich die Blätter bewegt?
Hä, ich bin doch nicht bescheuert. Egal. Ja. Aber mein Top-Spiel ist Animal Crossing auf jeden Fall nicht. Für dieses Jahr. Auch wenn ich hier die meisten Stunden habe. Das ist auch der Hintergrundmusik geschuldet, weil die ist halt chillig. Ja, die kann man den ganzen Tag laufen lassen und die stört nicht. Das ist echt cool. Denn für Animal Crossing, ne, ich bin halt immer noch ein bisschen enttäuscht, dass der Laden immer noch nur auf Stufe 2 ist. Oder ist das 1? 1 oder 2? Ich weiß nicht. Nee, Stufe 1 ist er ja, wenn er am Anfang ist, ne? Ja, dann Stufe 2, ja. Das ist halt ein bisschen... Ja, ist halt blöd. Weiß ich nicht. Wie findet ihr das denn? Ich find's irgendwie ein bisschen schade, dass immer noch viel zu wenig Content-Angebot... Also Content schon. Ich meinte, dass der Laden nicht ausgebaut wird. Damit er endlich mehr Waren verkauft. Das ist nämlich nervig. Ist wirklich nervig. Wow, die Jacke wäre ganz nice. Fresh, natürlich, ne? Ja, nehmen wir das. Und eine coole Hose. Hosen gibt's hier. Oh, so eine rote, ne? Die auf jeden Fall nicht. Lupenhose auch nicht. Spielplatzhose. Oder so eine Westernhose. Nee, Spaß. Dann nehmen wir doch lieber die Jeans. Die klassische Jeans. Hut haben wir schon. Brille passt eigentlich auch ganz gut, ne? Würde ich fast schon sagen. Aber wir wollen ja ein bisschen cooler aussehen, ne? Deswegen brauchen wir, glaube ich, keine Brille heute. Oh, sieht doch scheiße aus. Die Augen, ey. Als ob mein Leben vorbei ist. Als ob mein Leben vorbei ist. So. Coole Schuhe haben wir hier nicht. Okay, wir ziehen die an. Ich habe mich gerade verliebt in die. Okay, dann ziehen wir das an. Juhu, unser Party-Outfit für heute. Ja. Dann kommen wir noch zu einem sehr, sehr gehypten Spieltitel dieses Jahres. Final Fantasy. Final Fantasy 7 Remake. Ich hab's bei PeteSmith geschaut im Livestream, komplett durch. Und das Spiel an sich gefällt mir schon. Aber irgendwas hat mir gefehlt. Keine Ahnung, ne? Am Anfang hieß es ja rundenbasierte Kämpfe. Darauf habe ich mich extremst gefreut. Aber dann gab's die nicht. Dann gab's die da einfach nicht im Spiel. Ne? Und ja, das waren dann halt solche Echtzeitkämpfe. Und da muss ich dann auch sagen, bei Kingdom Hearts stören mich die schon. Manchmal. Kam Kingdom Hearts dieses Jahr raus? Nee, oder? Das gab es schon letztes Jahr, meine ich. Kingdom Hearts 3. Dieses Melody-Ding kam, glaube ich, raus, ja. Ja, und ich kann mich auch ehrlich gesagt an Final Fantasy kaum noch erinnern, was ich da überhaupt gemacht habe. Aber egal. So, wir sprechen mal mit Melinda. Oh, Moritz, da bist du ja. Ich hatte schon Angst, dass du nicht mehr kommen würdest. Aber für bange Gedanken bleibt er zu kurz vorm Jahreswechsel keine Zeit mehr. Wir sollten die verbleibenden Minuten nutzen, um uns mental auf das neue Jahr vorzubereiten. Ach, stimmt ja. Da war doch noch was. Ich habe hier was für dich, das dir beim Feiern helfen wird. Oh, ich bekomme was. Ein Leuchtstab. Den kannst du gemeinsam mit uns schwingen, sobald der Countdown beginnt. Oh, cool. Können wir den schon ausrüsten? Hallo. Hihihihi. Okay, cool. Cool. So, das nächste Spiel ist... Tada, Minecraft Dungeons. Das haben wir auf meinem Hauptkanal gespielt. Warte, ich lasse das Bild noch ein bisschen drin. Auf meinem Hauptkanal. Ich habe ja nur den. Und noch einen anderen, den ich aber nicht mehr benutze. Minecraft Dungeon hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Die DLCs fand ich auch ganz cool. Ein Level mehr pro DLC wäre cooler gewesen. Bin ich der Meinung. Das nächste DLC werde ich mir wahrscheinlich nicht kaufen. Denn so sehr gefesselt hat mich dann auch später doch nicht. Und ja, ne, der neue Content, der mit den DLCs kam, der kam für mich schon wieder ein bisschen zu spät. Weil die ganzen täglichen Herausforderungen und sowas, das hätte ich gebraucht, als ich das noch, als
Ja, als ich das Let's Play habe, weißt du? Das hätte ich schon vorher gebraucht. Und diese Challenges und sowas. Jetzt interessieren mich die Challenges eigentlich gar nicht mehr. Nachdem ich das Spiel eh schon durch habe. Und ich die Sachen eigentlich nicht brauche. Ja, deswegen leider. Ja, Minecraft Dungeons, ne? Ob ich den Nachfolger spielen werde? Muss nicht sein. Die können lieber DLCs rausbringen, die ich zwar nicht spiele, aber... Ja, egal. Damit reden wir jetzt mit ihr. Heute Nacht ist Countdown, die letzte große Party dieses Jahr. Also lass uns so richtig feiern. Cool. Ja, das nächste Spiel ist... Oh, The Last of Us 2. The Last of Us 2 hat mich in den ersten 3 Stunden verzaubert. Denn die Schneelandschaft... Boah, die war einfach nur verzaubernd schön. Oh, da hätte ich gern gelebt. Ohne die Zombies, aber in der Schneezeit. Ich bin ja glücklich, dass es heute geschneit hat. Denn wir feiern Silvester mit Schnee. Ist das nicht toll? Oh, das ist das beste Silvester. Und dann so wenig Raketen wie möglich. Ist auch mal super. In Animal Crossing feiern wir auch hier im Schnee. Auch mit virtuellen Raketen. Boah, wow. Amazing dieses Jahr. Amazing. Und der Mond scheint in voller Pracht. Ja, Last of Us 2 habe ich auch bei Pizmeet komplett gesehen. Ist ein wunderschönes Spiel. Wunderschön. Auch wenn ich das Ende gerade nicht mehr weiß. Aber ich bin so vergesslich, oder? Also es hat mir auf jeden Fall wieder abgeholt. Aber die ersten 3 Stunden will ich schon als mein Lieblingstag beschreiben. Ja. So, hallo. Endlich Silvester. Ich bin so aufgeregt, dass ich kaum still sitzen kann. Nimue. Oh. Dann kommen wir zu meinen Erwartungen fürs nächste Jahr. Ach nee, warte, wir haben ja noch was dieses Jahr kam. Einmal Pokémon, die Insel der Rüstung und die Schneelande der Krone. Oh, das ist wirklich... Ist das Platz 1? Nee, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ja, Interessierung habe ich jetzt nicht. Auf jeden Fall, Pokémon, die Insel der Rüstung war in Ordnung, ja. Also, ich bin kein Fan von den neuen Legis und diesen komischen Kampf-Dingster-Bumsi. Weiß nicht, ist nicht mein Fall. Und bei den Schneelande der Krone, das hat mich komplett gefesselt. Ich habe aktuell, wir können mal ganz schnell hier gucken, 390 Stunden im Pokémon Schwert. Und 100 Stunden bestimmt durch die Raids, die bei die Schneelande dazugekommen sind. Und die Rätsel, das hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht, diese DLCs zu spielen. Ich freue mich jetzt, aber auf das nächste Jahr. Aber dazu kommen wir gleich noch. Dann gehen wir jetzt mit Victor. Oh fein, heute findet auf dem Festplatz der Countdown statt. Ich möchte im neuen Jahr zusammen mit allen anderen Hallöchen sagen, Nimue. Hat er das auch geklaut? Alles klar. Nun kommen wir zum Spiel, das ich wahrscheinlich wieder am meisten in diesem Jahr gespielt habe. Obwohl Animal Crossing, nee, ich glaube Animal Crossing hat es überholt. Dead by Daylight. Wir haben nicht nur ein Update bekommen, sondern 2. Und ein drittes, The Blight Dingsybums. Aber das Blight Ding da, das interessiert mich jetzt recht wenig, weil der Killer war so lala. Ja, Dead by Daylight hat wieder ein paar Updates hier rausgehauen. Ich fand die Updates an sich ganz cool. Die Maps waren wirklich cool. Es wurden viele Maps wieder gereworked. Und mit Freunden macht das Spiel halt unglaublich viel Spaß, Leute. Deshalb, das war auf jeden Fall wieder cool. Ich weiß gar nicht, was hier ist. Ne, da ist nichts. Okay, das waren, glaube ich, die Spiele. Dann kommen wir jetzt zu den Erwartungen fürs nächste Jahr. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagen werdet. Ich werde aber mal eben nochmal mit Hannes reden. Alles klar, letzter Tag des Jahres. Ich freue mich schon wahnsinnig auf den Countdown, Nimue. Ja, jetzt sagt ihr alle Nimue, ne? Und zwar Platz 5 meiner Erwartung fürs nächste Jahr. Pokémon New Snap DX? Ich hab keine Ahnung, wie es heißt. Auf jeden Fall, viele haben Pokémon Snap früher gespielt. Das ist ein
Spiel, in dem Pokémon in der freien Natur leben. Hier sieht man jetzt Terras und ein Dodri rechts. Und man macht Fotos von den schlafenden oder spielenden Pokémon und sowas. Und das sagt ja auch schon Snap aus. Ne? Wir snappen Pokémon. Heißt Snapchat nur mit Pokémon. Beziehungsweise Instagram nur mit Pokémon. Und ja, ich habe es früher, glaube ich, einmal gespielt bei meinem Cousin. Und das war, glaube ich, damals echt cool. Also, mehr als, glaube ich, ich kann mich auch kaum mehr daran erinnern. Das war, glaube ich, als ich 7 war oder sowas. Und ja, ich freue mich, dass es auf die Switch kommt. Bis dahin habe ich wahrscheinlich auch meinen neuen Rechner. Und dann können wir das sogar in 4K aufnehmen. Und da freue ich mich ja am meisten auf. Oder man streamt das, ne? Stream möchte ich gerne vieles nächstes Jahr. Und ja, jetzt kommt meine Platz 4 Hoffnung. Oh Gott, aber erstmal müssen wir jetzt mit Thomas reden. Du bist es, Moritz. Ich dachte schon, eine unsichtbare Macht fällt uns voneinander fern. Das hat sicher nichts damit zu tun. Ja, Fashion-Magazine. So, jetzt laber mich mal hier. Spürst du auch die Spannung, die in der Luft liegt? Ich muss kaum erwarten. Yeah. Und zwar, ich hoffe auf ein Mario Kart 9. Meine Hoffnung ist zwar schon wieder gestorben, denn es gab letzte Woche einen Artikel, das meistverkaufte Spiel im Jahr 2020 war Mario Kart 9. Mario Kart 8. Wieso kauft ihr alle Mario Kart 8, Leute? Ja? Hört auf, das zu kaufen. Was sonst bringt uns Nintendo keinen neuen Ableger, ja? Also bitte hört auf, Mario Kart 8 zu kaufen, ja? Das ist wirklich ein Aufruf für alle, ja? Wir wollen endlich ein neues Mario Kart, ja? Und ihr helft uns nicht damit, ja? Ihr verschlimmert alles. Oh Gott. Ja, mein Gott, ey. Ja, das ist kurz. Und statt hier Nintendo mal langsam hier DLCs rausschmeißt oder so, machen sie lieber dieses Home Super Mario Kart, was vielleicht 20.000 Leute nur kaufen, ja? Mein Gott, weg mit dem Dreck, sag ich da nur. So, jetzt kommen wir zu Platz 3. Das Spiel kommt in jedem Fall würde ich jetzt nicht sagen wegen Corona und sowas, aber Lego Star Wars, die Skywalker Saga. Ich freue mich richtig, richtig, richtig. Und ich habe auch gehört, es wird DLCs geben zu Clone Wars und noch anderen Sachen. Und ich als Clone Wars Experte und Fan, ja, seit ein paar Jahren, und Ahsoka Liebhaber, ne? Ich freue mich schon. Ich freue mich extrem. Eigentlich sollte das Spiel dieses Jahr schon rauskommen. Hat es leider nicht geschafft wegen der Pandemie, aber nächstes Jahr kommt es auf jeden Fall raus und das werden wir auf jeden Fall spielen. Und ich freue mich riesig. Ich freue mich riesig. Dann kommen wir jetzt zu etwas, was ich vorhin schon leicht angekündigt habe, als wir über Pokémon DLC geredet haben. Und zwar Pokémon Diamond and Pearl. Ja, Leute, das ist die vierte Generation. Platin, Sinnoh, also die Sinnoh-Region, ne, die Spiele Platin, Diamant und Pearl. Und ja, vor cool, also ich liebe die vierte Gen. Ist, glaube ich, meine auf Platz 2 meiner liebsten Gens. Weil Platz 1 ist auf jeden Fall immer noch Höhen. Und ja, ne, das sind Remakes. Die sollen, die hoffentlich, also ich, ne? Ich würde schon sagen, dass die nächstes Jahr kommen. Ich denke auch, dass sie kommen werden. Im November. Und da freue ich mich schon mega, mega, mega mäßig. Denn normalerweise veröffentlicht Pokémon jedes Jahr einen Pokémon-Haupttitel, ja? Letztes Jahr haben sie die DLCs gemacht, ja, weil sie jetzt nicht noch ein Hauptspiel, normal da alles machen wollen. Und deswegen denke ich, das kommt nächstes Jahr auf uns zu. Ich freue mich riesig. Ich würde Diamant als Let's Playen und Pearl würde ich privat spielen, dann, nachdem ich Diamant fertig habe. Und ja, da freue ich mich wirklich mega. Ich wollte noch irgendwas dazu sagen, aber mir fällt es gerade nicht ein. Ah ja, stimmt. Auf Twitter hat der Michimoto, ja, auf jeden Fall der Game Freak Typ, ein Foto gepostet mit einem
Anton, mit einem größeren Anton und sehr, sehr vielen kleinen Antons. Und es gibt eine kleine Szene im Pokémon Diamant, Pearl, whatever. Da ist man neben einem Café und da ist ein kleiner Weg. Nur der wird versperrt von einem Anton und die Kinder des Antons. Und das könnte ein kleiner Hinweis auf die vierte Gen werden. Ich bin gespannt, wie sie es machen, wie es aussehen wird. Ich bin hin und her gerissen, ob es so aussehen wird wie in wie Schwert und Schild. Ich bin mir nicht sicher, ob die das so Open World angehaucht machen. Oder ob sie komplett Open World machen. Oder es eher so aussehen wird wie Let's Go Evoli und Pikachu. Ich bin wirklich, wirklich, wirklich gespannt darauf. Und ja, ne, da freue ich mich auf jeden Fall auch sehr. Und jetzt, Leute, ja, ihr wisst bestimmt alles, ne, worauf ich mich am meisten freue, ne, es ist ja, es ist natürlich Hogwarts Legacy. Oh, hab ich ein bisschen verschoben, warte. Oh Gott, krieg's nicht hin. So, jetzt. Hogwarts Legacy. Oh, Leute, da warte ich ja schon seit 4 Jahren, ne, ich habe euch ja erzählt, ne, dass ich seit ungefähr 3 Jahren jeden Tag, nee, seit 2018, 19, 20, ja, seit ungefähr 2 Jahren jeden Tag auf News gegangen bin und immer Harry Potter RPG eingegeben habe, weil, ne, damals wurde ja der Trailer geleakt und jetzt kommt es nächstes Jahr und Gerüchten zufolge kommt es im Herbst und ich freue mich extrem, wirklich extrem. Wir werden das Spiel auf jeden Fall einmal komplett durchspielen. Einmal komplett im Stream. Dann mal gucken, ob ich das nochmal aufnehmen möchte. Weil ich möchte schon gerne jedes Haus einmal, jedes Haus einmal durchspielen. Und auch die ganzen Eigenschaften und sowas komplett anders haben. Weil man kann Leute verspotten, man kann sie auch lieben. Oh Gott, es geht jetzt gleich los, Leute. Oh mein Gott, es geht gleich los. Das sind auf jeden Fall meine Wünsche fürs nächste Jahr. Aha. Oh, 17. Uhuhuhuhu. Ja, das sind meine Favorites fürs nächste Jahr. Hogwarts Legacy auf jeden Fall Platz 1, aber zusammen mit Pokémon auf jeden Fall, ne? Naja. 5, 4, 3, 2, 1, 9! Wuhu! Kann ich mich bewegen? Ja, kann ich. Wuhu! Ich würde gerne gucken. Wie? Was ist das? Wow. Wow. Mann, ich dachte, da knallt jetzt die ganze Zeit irgendwas. Das ist ja schlechter als dieses Feuerwerksdingsi-Bumsi im. Ne? Wann war das nochmal? Im Juni? Juni? Wann ist das? Weiß ich nicht. Aber wieso knallt denn jetzt nichts mehr? Och Mann, zumindest geschenkt. Ah, doch, knallt noch. Super. Sehr gut. So, das Geschenk, das holen wir uns natürlich noch. Ja, Leute, ich wünsche euch allen ein frohes neues Jahr. Mein Handy. Achso, meine Wäsche. Puh, die ist pünktlich fertig geworden, Leute. Weil es gibt da so ein Aberglauben, ne? Aber naja, Ringe anzukommen, den tragen wir jetzt noch eben. Frohes neues, Moritz. Ich hoffe, dass wir dieses Jahr viel zusammen futtern werden. Und ich muss auf Toilette. Hey, Moritz, ist ja eine kleine Ewigkeit her, dass wir uns gesprochen haben. Das war doch keine Absicht, oder? Oh ja, Kabuki. Mann. Hallo, Melinda. Frohes neues Jahr, Moritz. Na dann, Moritz. Frohes neues Jahr. Viel Glück und viel Segen und viele Sterne. Sternis. Wo ist denn mein Misusu? Die ist im Haus. Okay. Cool. Sehr schön. Leute, ich öffne mal ganz, ganz kurz hier noch was. Und werde euch natürlich auch noch die Serien sagen, die ich diesem Jahr geliebt habe und welche nicht. Aber dafür müsste ich erstmal die Datei finden. Hier habe ich sie. Oh, Nexomon haben wir natürlich auch gespielt, ne? Das war auch gut.
Ja, auf jeden Fall meine Fails für dieses Jahr waren auf jeden Fall Soundtrack, Netflix, Fear the Walking Dead. Weil, ne, oh, die ganze Zeit morgen zu sehen, ne, hat mich echt genervt. Vikings und The Blackout. The Blackout kann ich mich gar nicht mehr erinnern, aber ich hab's aufgeschrieben als Fail. So, dann auf jeden Fall gute Serien, ja? Clone Wars Staffel 7 war mega awesome. Zusammen mit Ahsoka. Mega cool. Ich hab The Good Doctor für mich entdeckt. Ein Doktor, der alles weiß, aber der nicht gerne redet. Oder nicht so reden kann wie andere Menschen. Denn der hat irgendeine Krankheit, die ich schon wieder vergessen habe. Dann Legacies habe ich für mich, glaube ich, dieses Jahr auch entdeckt. Richtig cool. Ist die Nachfolgeserie von The Originals. Also von, ne? The Vampire Diaries. Elite. Fand ich diese Staffel auch richtig cool. Ich werde sie nächstes Jahr wahrscheinlich nicht schauen. Denn ohne Carla habe ich da eigentlich keine Lust zu. Dann The Circle Friends. Also Frankreich. Richtig geil. Warte, ich will mich mal woanders hinstellen. Wo man das Feuerwerk besser sehen kann. Ach man, geht nicht so gut. Geht nicht so gut. Hui, ping, ping, ping. Dann haben wir noch The Mandalorian. Habe ich nur aufgeschrieben wegen der Folge mit Ahsoka. Die ersten drei Folgen habe ich nämlich gekonnt ignoriert, so cool wie ich bin. Aber dann habe ich sie komplett durchgeschaut. Dann Lucifer. Lucifer habe ich jetzt mal aufgeschrieben, weil ich Lucifer an sich immer cool finde. Und ja, The Cursed ist sowas, was mit der Merlin-Saga zu tun hat. Hier geht es halt um Nimue, was meine ganzen Bewohner... Deswegen sagen die Bewohner Nimue die ganze Zeit, Leute, weil das von der Serie kommt. Nimue ist nämlich die Königin des Wassers und ja, darin geht es um die kleine Hexe. Dann Um die Welt mit Zac Efron ist eine Dokumentation, wie man die Welt besser machen kann. Mega cool. Die 12 Geschworenen. Da geht die Geschworenen bekommen einen Fall und danach müssen die entscheiden, ob sie jemanden als schuldig befinden oder nicht. Und eine Geschworene versucht es halt wirklich tatsächlich rauszufinden. Und die anderen eher nicht so, ja? Dann einmal 3%. Ich habe gehört, nächstes Jahr soll die finale Staffel kommen. Ich bin gespannt. 3% ist eine mega coole Serie. Ähnelt The Hunger Games und The 100, würde ich fast sagen. Dann Cobra Kai. Kommt ja morgen, also für euch heute, ne? Heute raus auf Netflix, die dritte Staffel. Die ersten zwei Staffeln waren auch richtig cool. Dann Sword Art Online War of Underworld. Das hat mich sowas von geflasht. Ich glaube, es ist meine Serie des Jahres tatsächlich. Die war so emotional. Ich habe wirklich fast in jeder Folge weinen müssen und das war wirklich heftig. Dann auf jeden Fall noch Lavalla. Lavalla hat mich echt sehr, sehr überrascht. Dazu möchte ich aber euch gar nicht so viel sagen. Ja, das könnt ihr auf Netflix wirklich mal anschauen. Die ist wirklich sehr, sehr cool, die Serie. Dann noch schnell noch meine Erwartungen fürs nächste Jahr, für dieses Jahr, was ich an Serien gerne haben möchte. Und Leute, da fangen wir jetzt erstmal mit You an, ja? You, dritte Staffel, finde ich immer noch nice, nachdem ich die zweite gesehen habe. Die zweite Staffel war nämlich auch für mich wirklich, wirklich eine gute Fortsetzung. Deswegen denke ich, dass die You-Macher es auch noch schaffen werden, eine dritte Staffel zu machen, die dann wieder richtig cool wird. Ich bin gespannt. Dann The Cursed Staffel 2 wünsche ich mir sehr. Wurde jetzt aber noch nicht bestätigt, dass es eine zweite Staffel geben wird. Dann einmal Ahsoka bekommt eine Serie. Ich weiß nicht, ob die nächstes Jahr rauskommt. Wahrscheinlich nicht. Aber danach auf jeden Fall. Detektiv Conan, ne? Die 1000. Folge kommt jetzt in diesem Jahr. Da bin ich echt gespannt, was sie da machen werden. Percy Jackson bekommt eine Serie auf Disney Plus. Da freue ich mich tatsächlich auch schon drauf, weil ich ein kleiner Percy Jackson-Fan bin. Beziehungsweise mich einfach interessiert, ja, wie ist ja auch so ein bisschen Magie, ne? Wenn irgendwie die kleinen Töchter von. Töchter. Die Söhne von Poseidon hier mit Wasser wenden. Das ist schon cool. Ist halt wie Avatar. Oh, Avatar habe ich hier noch gar nicht hingeschrieben. Ja, Avatar auf Netflix soll ja auch irgendwann noch kommen, bin ich auch gespannt. Aber am meisten warte ich immer noch auf meine Narnia-Serie von Netflix.
gibt es dieses Jahr mehr Informationen. Man kennt ja Netflix, die sagen ja gar nichts. Und dann kommt ein Trailer und dann 2 Monate später ist die Serie dann auf Netflix. So ist Netflix, so haben sie es mit Witcher gemacht. The Witcher. Und ja, ich denke, das wird ein tolles Serienjahr. Ja, Filme weiß ich nicht. Viele Filmproduktionen sind jetzt wieder eingestellt worden wegen Corona. Aber das sehen wir dann, ne? Ja, Leute, ich wünsche euch allen ein frohes Jahr. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video. Ich hatte meinen Spaß. Kleiner Rückblick von dem Jahr. Ja, ne? Dann würde ich sagen, das war's für heute mit Animal Crossing und wir sehen uns dann irgendwann wieder auf weitere tolle Updates in Animal Crossing. Yeah, tschüss. Tschüss, warte, ich muss noch hier mit meinem Leuchtstab wählen. Ich gehe jetzt duschen. Tschüss.